Und damit herzlich willkommen zu einem, ja, etwas ungewöhnlichen Video, finde ich. Ihr seht, wir befinden uns nicht auf der gewohnten Let's Play-Welt, sondern auf einer Welt, die ich, ja, das letzte Mal anno 1995 aufgemacht habe. Es war 2 Jahre her, seitdem ich das letzte Mal auf der Welt war. Ich habe eine Sicherheitskopie auf meiner externen Festplatte gefunden und demnach. Ich hatte auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt einen sehr sentimentalen Moment. Und ich war sehr überrascht. Ich habe im MISA-Texturen-Package das Ganze gebaut, deshalb eventuell sieht es hier nicht ganz so toll aus. Wir befinden uns in meinem damaligen Hauptgebäude, wovon ich alles gesteuert habe, die ganze Weltherrschaft und. Ja, ihr seht Felder und war so gesehen der Bauernhof. Ich habe immer auf friedlich gebaut, weil es mir darum geht, mehr zu bauen. Ja, ihr seht, ich habe hier eine Menge Zeugs gefarmt. Hier dann die ganzen Items und so, und ich werde sie, die Karte behalten wir mal. Ich werde daran auch wahrscheinlich nicht weiterbauen, außer ihr sagt, okay, hier, bau doch bitte weiter daran, uns gefällt die Let's Play Welt, und dann mache ich daraus einfach ein Let's Show. Und ihr seht also, ich habe eine Menge gefarmt. Hier herrscht kein Eisenmangel wie in der Let's Play Welt. Hier auch kein. Oh, Cobblestones! Und hier halt so anderes Geraffel und hier. Oh, 10 Diamanten. Ja, das wäre eigentlich der war hier Lagerraum und Schlafzimmer. Und dann kommen wir hier eigentlich zu dem ganzen Zeug. Hier war dann Fressalien und so drin. Und dann irgendwann bin ich durch Zufall, habe ich mich einfach hier irgendwo runtergebaut. Und habe hier einen Spawner gefunden. Ja, dann hier Esszimmer mit einer wunderschönen Zimmerpflanze. Dann hier eben Kochbücher und so. Und oh, da ist sogar noch Eisen drin. Dann mit einer Werkbank und so. Und hier ja Samen und so Zeugs. Melonenfarm, da habe ich auch nicht allzu lange gebraucht. Und hier wurde Anno 1500 gebaut. Ist eine kleine, ein kleines, ja, Einlehnung an die Dings. Ein Spiel Anno 1503 und gebaut. Bauernhaus des G.R.Onks. Da war es also von Kong. Ja. Damals habe ich es Let's Play noch von ihm sehr gerne geschaut. Und würde ich heute auch. Und hier der. Mir hat der Baum so sehr gefallen. Da dachte ich mir, mache ich hier einen Gedenkbaum draus. Harbor City at Night. Das Lied ist von der Risen-Platte. Risen-CD. Da ich ja da auch den ganzen Soundtrack drauf habe und so. Und mir hat das Lied so unglaublich gut gefallen. Und ich habe es auch hier geguckt. Sehr viel gehört. Und es sind ein paar Anspielungen dran da. Auf jeden Fall. Und wir haben hier eine Kirche, obwohl ich hier in die Schlucht, die habe ich eigentlich fast schon komplett alles rausgeholt. Gehen wir auf jeden Fall erstmal zur Kirche. Martin-Septim-Kirche, eine Anlehnung an Oblivion. Geweihtes Wasser, nicht trinken und Bibeln. Ja, also wirklich in Form eines Kreuzes. Wie halt die Kirche und überall, auch hier oben, ein Kreuz und überall Kreuze. Also Jesus an. Dann hier so ein Opfer, nur ein Altar. Wir haben hier ja nicht geopfert. Ich wollte dann hier hinten einen kleinen Geheimgang machen mit Pistons. Bin dazu aber nie gekommen. Und ihr habt da unten. Ich dachte, wir hätten da gerade Lava gehört. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Cobblestones gefressen. Und ich habe alles per Hand gebaut. Also nichts ist hier gecheatet. Ja, und dann hier so ein kleiner verschlungener Weg. Ich habe damals auf minimalsten Einstellungen gespielt. Das war das Gebäude, wo ich als letztes dran gebaut habe. Ja, sollte hier eigentlich noch so ein kleiner Turm hin, so ein kleiner Aussichtsturm, und sollte dann das für den. Also hier ist wirklich noch nicht viel drin. Ein Ofen und eine Werkbank, mehr nicht. Da oben sollte es dann ins Schlafzimmer gehen. Also hier sollte der Schlaf. Der Schlaf.
Platz sein und hier soll dann ein Turm hochgehen. Huch. Ah ja, ich bin hier das letzte Mal drüber geflogen. Haha. Und ja. War auf jeden Fall, also ich habe hier im Wald war irgendwo hier mein Spawn und habe nie die Dings, die Schlucht gesehen anfangs und müsste ungefähr hier gewesen sein. Bin mit dem Ausblick und dann war hier nur ein Hügel, den habe ich dann komplett selber drauf geklatscht und dann mit den Eingängen zur Höhle, die ich dann ausgehöhlt habe. Oh, da hinten ist dann ein kleiner Tempel für den Sonnengott. Da habe ich dann hier den, da ich hier nie eine Wüste so richtig gefunden habe, habe ich hier dann immer mal wieder Sand geholt und habe dann hier ein paar Inseln, so ganz kleine 5 Blöcke oder so. Also hier, ihr seht hier nur Wasser. Nur Wasser hier oben drauf. Ich setze mal die Zeit, slash time set 600.000, war das nicht so? Naja, egal. Slash. Huch, finde ich komisch. Ja, hier ein kleiner Tempel wirklich mit Lapis Lazuli. Ja. Und so. Und hier dann eben sollte es eigentlich runtergehen und ich wollte diesen Tempel dann wollte ich dann mit der Martin-Septim-Kirche verbinden. Und ja, ich mach mal die. Nee, ich lasse die Musik mal an. So. Und ich wollte es eigentlich als Special aufnehmen, aber ich hatte nicht die Zeit dazu, beziehungsweise auch, ja, ich war ein bisschen down in der letzten Woche. Komplett fertig. Ja. Also wirklich hier mit viel Liebe und Hingabe gebaut. Und dann gehen wir auf jeden Fall mal. Und übrigens, warum ich es aufnehme. Oh Gott, ist hier laut. Wegen den ganzen Tieren. Es ist auch so eine kleine Testaufnahme. Weil ich verrate es euch mal ganz heimlich. Ich nehme hier gerade mit Audacity auf. Oder Audacity. Und sehe es auf meinem zweiten Bildschirm, den ich jetzt endlich. Also ist eigentlich ein Fernseher, den ich jetzt endlich gesehen habe. Angeschlossen habe seit einem halben Jahr. Und hier Wachturm des Überblicks, ultra großer Wachturm. Können wir auch mal hochgehen. Es erinnert ein bisschen an unseren Turm in der Let's Play Welt, aber eben nicht so groß. Und dann wirklich hier. Da hinten ist noch was, ja. Hier das Bauernhäusli, da hinten ist Lava und hier. Da gehen wir als nächstes hin. Wobei jetzt als Nacht finde ich es jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Auf jeden Fall gut beleuchtet. Hier sind Einflüsse bzw. Anlehnungen an, zumindest von den Schildern her, an verschiedene Spiele hier hingeklatscht worden. Laut den Schildern. Wachtung des Überblicks zählt jetzt nicht dazu. Das habe ich mir einfach so ausgedacht. Ich dachte, ja, kannst es mal beschildern. Könnte ganz schnieke werden. Wir sprinten da einfach mal hin. Hier alles, also war hier nur ein kleiner Teich. Und ich habe es dann hier ausgehoben. Alles und dachten so, ja komm, hier eine Brücke. Fluss Styx, das ist, zu dem Zeitpunkt habe ich ja glaube ich schon in meinem leider abgebrochenen Titan Quest Spiel. Let's Play gezeigt, gesagt, dass ich Percy Jackson unglaublich gerne gelesen habe und Percy Jackson ist ja ein Spiel, das auf der griechischen Mythologie basiert und deshalb ja dachte ich mir, nenne ich den Fluss mal Styx. Wer die griechische Mythologie nicht kennt, das ist der Fluss der Untoten und dann hier Vorsicht, dieses Haus ist verflucht. Weil es hier so abgelegen war damals, oder immer noch ist, dachte ich mir so ein kleines Hexenhäuschen und hab's dann Hänsel und Gretchen Hexenhäuschen genannt. Dann bin ich mit einer Truhe drin und so Zeugs. Werkbank und dann ein kleiner Kessel darf natürlich nicht fehlen und wir legen uns einfach mal ganz heimlich hin.
Ja. Also, hier die Brücke, naja, ist nicht so schön geworden. Aber man kann es ja auch nicht ändern. Komischer Soundbug. Ach, und hinter dem Häusli hier, da hatten wir irgendwann mal, also hinter dem Bauernhäuschen, hat mir, muss ich euch zeigen, das war eine, auch eine Geschichte, wo ich mich tierisch aufgeregt habe, ab und an mal so, um mir ein paar Monster-Zeug zu holen, habe ich die Monster angemacht. Und dann sind mir hier wirklich drei Creeper genau hier hingelaufen und ich will gerade hier rumhuschen. Bam, bam, bam! Alle drei explodieren und das hat sich dann draus ergeben. Die Hauswand war weg. Ich war stocksauer und ja, hab's dann zu einem See umgemodelt. Da waren auch irgendwann mal so Zeugs drauf. Ja. Wie heißt's denn? Also Lilypads heißt ja auf Englisch Seerosen, genau. Dann folgen wir mal dem Weg. Die Welt ist nicht unglaublich groß bewachsen, da ich viel ja, erforscht habe von der Welt. Also hier, so viel habe ich jetzt auch nicht erforscht, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt noch die Karte, glaube ich, noch nicht. Die habe ich recht spät mir gebaut. Und oh, da hinten sieht man schon auch noch mal einen Turm. Kleiner Turmfetisch. Kommen wir hier zum Wohnsitz des Inquisitor Mendorfas. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, ich habe Grayson unglaublich viel gesuchtet. Ich guck mal, was hier drin ist. Also schön mit einer Steinplatte. Und hier dann auch so Gedöns, Baugedöns. Und hier Schlafplatz. Also nicht sonderlich. Ihr seht, ich konnte noch nie wirklich gut einrichten. Und dann hier habe ich es ein bisschen an die Struktur des Dings angepasst. Also wirklich hier habe ich es mir angepasst, so war der Berg, so habe ich es dann auch umgebaut. Wir gehen dann einfach mal weiter. Ja, zu dem Turm, da gehen wir dann als letztes hin, hätte ich gesagt. Und wir nehmen schon. Oh, doch wird mir ein etwas längeres Let's Show. Und dann, da ich hier zu dem Zeitpunkt wirklich mit ganz nah, also Fancy hieß es damals, gespielt habe, hätte man zu dem Zeitpunkt das nicht gesehen. Ich bin dann hier runtergelaufen. So, ich habe es da schon auch anderen Leuten gezeigt. Und dann hier zum recht dicht bewaldeten Platz muss man hier rumlaufen. Also wirklich Gemischwald. Und dann kann man hier auch eine Anlehnung an das Unrisen Geheim Versteck des Stahlbarts. Ja, der wird auch im Wir sind zwei auch eine größere Rolle spielen, also hier wieder Baugedöns und so. Und da habe ich mich, glaube ich, das erste Mal mit verschiedenem Holz probiert, verschiedenen Holzmustern. Komische Musik im Hintergrund, die ich nicht eingespielt habe. Ja, und dann habe ich irgendwann mal, ich habe nicht, also da habe ich auch das Risen Let's Play von Gronkh sehr, sehr viel geguckt. Ja, das Let's Play gespielt. Haha, guter Witz. Und dann kommen wir wirklich zum eigentlich abschließenden Teil, dem Turm. Für mich war es damals wirklich, war für mich riesig, dieser Turm, was eigentlich heute nicht mehr ist. Eigentlich nur noch so ein piepeliger Turm. Ich wollte keinen normalen Eingang haben, aber der Eingang ist mir einfach nicht so gelungen. Und dann hier einfach. Ein Weg wollte ich zu da hinten hinbauen und dann Drachenturm. Wer das Spiel Divinity 2 Ego Draconis kennt, der weiß, an was es angelehnt ist. Ein Spiel, das ich auch unglaublich gerne Let's Playen würde, ist ein Rollenspiel. Unglaublich gutes, ist halt auch ein bisschen untergegangen. Und hier sieht man halt wirklich Strand und so Zeugs. Waren jetzt leider nicht so viele Gebäude, also ihr seht jetzt, ich kann nicht mehr zu unserem Bauernhäusli gucken. Ich habe auch die Einstellung nicht ganz so hoch, da ich sonst das nicht mehr, mein PC das nicht mehr schafft. Ja, der Drachenturm, Divinity 2, was ich auch vor einem Jahr, glaube ich, wieder angefangen habe zu suchten. Und das dann wirklich nicht zu Ende gespielt habe. Ich bin halt so ein Mensch, der
Ich spiele gerne verschiedene Spiele und wenn mir eins ge sehr gefällt, dann spiele ich es auch viel. Aber eben, wenn es mir nicht so sonderlich gefällt, dann, ach Gott, das ist jetzt mir zu laut. Dann 15. Dann spiele ich es auch nicht so viel und dann hatte ich damals auch noch einen schlechten Rechner und so Zeugs. Und dann kann ich halt auch nur die wenigsten Spiele spielen. Und ja, es ist jetzt auch für mich gerade irgendwie ein bisschen sentimental und auch ich wollte diese Welt eigentlich nie zeigen. Ah, wir haben noch was vergessen. Aha, ist da noch nicht rum. So, ah, ja, da. Also es gab dann wirklich hier, ihr seht immer mal wieder Abschnitte, so wo ich gesagt habe, okay, Abschnitte meines Lebens, Abschnitte meines Zocker-Daseins, würde ich es jetzt mal nennen. Habe ich es immer mal wieder andere Spiele gespielt und auch Let's Plays geguckt. Und dann immer wieder andere Gebäude immer irgendwie anders genannt. Ich dachte, ich mache es ein bisschen mit Humor und auch diesen so nicht, dass es wirklich eins zu eins nachgebaut ist. Oh mein Gott, das hier hätte ich nämlich fast vergessen. Ja. Und unglaublich schöne Welt finde ich, wenn man die so offen sieht. Da gehen wir jetzt mal auch mal rein, rennen da durch und oh mein Gott, den kennt man eventuell aus dem Let's Show von Gronkh. Ja, dann eben da oben ich wollte keinen einfach so einen Wartungseingang bauen, sondern einfach so ein bisschen schickes Häuschen für den Wartungswächter, Haus des Wärters T. Amriel. Auch eine Anlehnung an sowohl an Oblivion und Skyrim, weil es spielt ja dann in der Welt Tamriel und dann hier Wartungsschacht 1.2.5, das war die Version. Hier die Einfüllstutzen zum großen Teil befüllt. Noch kein Glas drüber. Habe ich mir gerade in die Hose gekackt. Und ja, dann können wir hier hinten noch mal kurz hochgehen. Und ja, also ihr seht, war jetzt nicht sonderlich so viel und ich fliege jetzt einfach mal hier hinten hin zu dem Ausgangspunkt vom Schacht. Da wollte ich jetzt nicht lang gelaufen. Hier habe ich dann eine Treppe angeglichen, wollte da unten dann halt weiterbauen und habe dann gesehen, okay, hier ist doch noch was und wollte da drüben, habe da glaube ich da drüben erforscht, bin dann hier rüber gegangen, ich weiß nicht, bin dann hier rausgekommen. Aber wirklich, ja. Sehr sentimentaler Augenblick für mich, weil es einfach so eine Welt ist, so an der man wirklich, glaube ich, immer mal wieder habe ich an der Welt habe ich immer mal wieder gebaut und war nie zum Zeigen gedacht, aber ich dachte, ich zeige sie jetzt trotzdem mal, einfach damit ihr seht, okay, das ist mein Baustil ungefähr. Und auch, dass ihr seht, okay, ich kann mit den Einrichtungen wirklich im virtuellen Leben, also beziehungsweise in Minecraft, bin ich gar nicht gut. Ich versuche mir immer mal wieder Mühe zu geben. Aber naja, dann vielen Dank fürs Zugucken und ich hoffe, es hat euch gefallen ein wenig. Ich weiß, es war jetzt nicht die überkrasse Welt, sondern einfach nur, es war meine Welt. Und wenn ihr öfters mal so eine Let's Show Welt sehen wollt, dann kann ich euch wirklich sagen, okay, dann nehme ich es in Angriff. Aber dazu solltet ihr dann auch sagen, okay, hier, dann solltet ihr auch wenigstens dann irgendwie sagen, yeah, mach mehr Let's Shows und so, dann fange ich wirklich eine Welt nochmal an. Ich werde die an der hier nicht mehr weiterbauen wahrscheinlich, außer es wird explizit gewünscht. Und vielen Dank fürs Zugucken nochmal und bis zur nächsten Folge. Ist übrigens ein kleiner Ersatz als 50 Folgen Minecraft Special. Und dann tschüss.